Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Video von Monster Camp bzw. Monster Manual. In diesem Video wollen wir jetzt, bevor ich die Modi nochmal genauer erkläre, den Livestream gibt es ja schon, wollte ich euch ein Pokémon vorstellen bzw. zeigen. Und zwar dieses hier. Ihr seht schon zwei Dragorans, doch eines ist anders. Hier unten seht ihr auch schon Lance Dragonite oder Lance Dragoran. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Erstmal hier nochmal kurz die Attribute von dem normalen Dragoran: 83, 88, 132, Special Attack ist enorm, 77, 88 und 110. So, jetzt das Ganze mal hier schon. Hier sieht man schon deutlich, dass sich alle Attributswerte erhöhen. Also Leben 115, also von 83 auf 115. Physical Attack ist jetzt irrelevant, aber 88 auf 104. Special Attack bleibt gleich. Physical Defense von 77 auf 104. Special Defense von 88 auf 115 und Speed von 110 auf 115. Also schon mal ordentlich. Dann, ich habe jetzt hier minus Physical Attack und plus Speed genommen, denn Dragoran glänzt aufgrund seines Speeds unter anderem. Klar, der Special Attack wäre hier auch eine Möglichkeit gewesen, doch für mich war das jetzt so in Ordnung. Beim Bonding sehen wir hier Gewaldro, Milotic, Zapdos und Misty's Anton, und ja, deswegen habe ich das noch nicht, der Misty's Anton, naja, ihr wisst es ja selber, ist ein bisschen schwerer zu bekommen. Doch jetzt starten wir erstmal mit den Attacken. Hier haben wir einmal die Ability, Inner Force. In Battle, when Lance Dragonite is on the battlefield, any Pokémon that release a Dragon-Type Skill will increase all Dragon-Type Pokémon Physical Attack and Special Attack by 10% for 3 Rounds. By the way, Dragoran ist von Typ Drache und Flying. Also wenn Lance Dragoran hier im Kampf ist und man setzt eine Drachenattacke ein, dann wird der Physical Attack und der Special Attack wird um 10% erhöht für all deine Drachen-Pokémon und das Ganze für 3 Runden. Ich nehme mal an, es lässt sich stacken, also maximal 30%. Und es gibt aber noch einen Zusatzeffekt, und zwar das Ganze noch mit Flying. Hier genau dasselbe, wenn man eine Flying-Type-Attack einsetzt, dann wird auch der Physical Attack und der Special Attack Wert um 10% erhöht. Ich nehme mal an, maximal hier theoretisch auch 30%, doch nicht bei jedem 30%, auf gut Deutsch. Man kann hier keine 60% rausholen, sondern wirklich nur 30%. Und ja, Special Attack ist erhöht, ganz normal. Dann haben wir Wing Attack. Dies Flying-Type Special Attack Damage and Increase Another random Pokémon Speed by 25% for 2 Rounds. Also entweder Dragoran oder deine anderen zwei Leib-Pokémon bekommen einen Speed Boost von 25%, das Ganze für 2 Runden. Als nächstes haben wir Dragon Dance und Drachen-Type Attack. Increase Physical Attack and Special Attack. Physical und Special Attack for Leib-Pokémon by 25%. Also für deine Pokémon wird der Physical und der Special Attack wird um 25% erhöht. Das Ganze für 3 Runden. If the target is Dragon-Type, Additionally increases Crit Damage by 50%. Also wenn es Drachen-Pokémon sind, dann wird der Crit Damage nochmal 50% erhöht. Cooldown 3 Runden. Also zum Beispiel bei Rayquaza, bei den Kyurens und so weiter. Dann haben wir noch Dragon Claw. These Dragon Type Special Attack Damage and each release can increase Skill Power by 30% for 3 Rounds. Can be stacked 3 times. Wenn man diese Attacke einsetzt, erhöht sich der kann sich die Skill Power um 30% erhöhen. Das liebe Wort can, also kann, beunruhigt mich hier, denn hier steht keine Prozentzahl und hier steht auch nicht, dass es immer der Fall sein wird. Ich nehme mal, also das müssen wir jetzt mal im Kampf schauen, denn es kann wirklich sein, dass nur zu einer bestimmten Prozentzahl, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit gibt, das zu erhöhen. Und das Ganze kann dreimal gestackt werden, also maximal 90%. Und als letztes haben wir noch Tabu, das ist die Ulti, deals Dragon Type Special Attack Damage. It can take one more action after release, also es kann nochmal angreifen, wenn es diese Attacke eingesetzt hat, and confuses for 2 rounds. Und es wird verwirrt. Ob jetzt die Gegner oder du selber, sehen wir gleich im Kampf. Increase Fury for all alive Dragon Type Pokémon by 30% after release. Die Rage-Anzeige für alle deine Drachen-Pokémon wird erhöht um 30%. Also ist ordentlich. Wir sehen hier vor allem einen schönen Kontrast zu dem normalen Dragoran. Doch jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch im Kampf testen. Dafür, ja, obwohl wir lassen jetzt mal Dragoran noch mit drinnen. Friend, und schau mal, dass wir jetzt hier so irgendwas, ja, also mal 2 Millionen, 2 bis 3 Millionen. Hier haben wir 2,4. Sau, was hast du für Pokémon? Ja, schöne Verteidigung, was bedeutet, wir können hier gut und ordentlich die Attacken testen. So, alles in allem vom Erscheinungsbild schon mal identisch, jedoch die Aura von unserem neuen Dragoran ist natürlich krass. So, hier Physical Attack, Special Attack wird jetzt erhöht. Hier unten seht ihr es auch. Hier diese ganzen Buffs, die sie dadurch jetzt bekommen haben.
Und hier seht ihr, das normale Dragoran erhöht nur von sich selber die Attributswerte. Also Lance Dragoran ist hier schon ein bisschen, ja, ist hier schon ein bisschen geiler unterwegs. So, mit der Attacke, Drachenattacke, 179.000, jetzt setzen wir Dragonclaw ein. Schön, dass meine Zonen vor allem echt schön stark. Dann hier haben wir jetzt Electro Attack bei dem normalen Dragoran. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt vergisst sind. Und jetzt setzen wir hier die Flying Type Attack ein. Oh, schöne Animation. Schön. So, wir setzen jetzt aber hier Dragonclaw ein. Denn hier unten seht ihr auch schon dieses Zeichen, das hier. Das bedeutet, wir haben jetzt 30% erhöhten Attack-Wert bei dieser Attacke. So, jetzt setzen wir mal die Ulti ein. Das ist leider nur Range Single. Das ist eine schöne Attacke, aber ihr seht schon, hier es ist verwirrt, aber es kann nochmal angreifen. Also hier wäre wirklich ein Pokémon wie jetzt zu... Ah, hier ist ein schöner Unterschied. Ulti von einem normalen Dragon und es ist gestunt. Das bedeutet, es kann nicht nochmal angreifen. Was jetzt natürlich, was jetzt besser ist, ist jetzt die Frage. So, wir setzen jetzt hier nochmal Dragonclaw ein. Hier die Electric Type Attack. Nochmal Electric Type Attack. Also vom Speedwert hier, vom Speedwert ist das normale Dragonite schon um einiges besser, muss man leider sagen. Doch das hier kommt einfach daher, dass der Lance Dragoran von Allied Pokémon den Speedwert erhöht. Und somit bekommt es natürlich hier einen Speed Boost. Hauptsache keiner von uns darauf angreifen. Finde ich auch super. Und man sieht schon hier diese Pokémon, die charakterspezifisch sind, also von irgendwelchen Charakteren aus der Serie. Die haben schon echt besondere Attacken, besondere Werte, besondere, ja, einfach was Besonderes noch. Und meistens sind es hier so Supporterfähigkeiten, damit man die jetzt für bestimmte Teams verwenden kann. Zum Beispiel jetzt Lance Dragonite könnte man jetzt in einem Flugteam ganz gut verwenden oder in einem Drachenteam natürlich. Und ja, das war es aber auch schon wieder mit dem Video. Wir haben jetzt Lance Dragonite gesehen und ihr seht auch schon Connecting. Hier gibt es ein paar Probleme. Woran genau es liegt, I don't know. Zweite Video werden wir uns einen Modus anschauen, ob wir jetzt Pokémon Institution anschauen oder Field Power, kann ich noch nicht genau sagen. Kann auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, jetzt bedanke ich mich recht herzlich und wir sehen uns. Bis dann.